Tagesordnungspunkt 72 wird jetzt endgültig aufgerufen, gemeinsam mit 84. Redezeit haben wir vereinbart 10 Minuten. Und als Erster hat sich der Kollege Gagel für die AfD gemeldet, um den Antrag seiner Fraktion für Arbeitsplätze in der hessischen Automobilindustrie eintreten, Euro 7 verhindern, zu begründen. Herr Kollege Gagel, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Vormittag war lang, und ich habe die ganze Zeit gewartet auf einen Antrag der CDU und der GRÜNEN, einen gemeinsamen, aber er kam nicht. Einen Entschließungsantrag zu Euro 7, aber hier scheint eine gewisse Sprachlosigkeit der regierungstragenden Fraktionen vorzuherrschen. Und an der Anzahl der besetzten Plätze hier bei CDU und GRÜNEN sehe ich auch, das Thema scheint nicht weiter zu interessieren. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Prozedere der Festlegung der Abgasnormen ist wirklich besorgniserregend. Ich dachte eigentlich, die CDU hätte es verstanden, und die GRÜNEN haben es natürlich nicht verstanden. Aber scheinbar sind sie sich während des Vormittags wahrscheinlich nicht über einen gemeinsamen Antrag einig geworden. Und das zeigt auch, wie gespalten vermutlich die Fraktionen, die Regierungstragenden sind. Meine Damen und Herren, weil Politiker über komplexe technische Inhalte mit wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen von enormer Tragweite entscheiden, weil deutsche Technikexperten mit ihrer Fachmeinung offenbar nicht gehört werden, haben wir den Antrag gestellt. Dem Advisory Board on Vehicles Emission Vehicle Standards gehören laut einem Artikel im Fokus neben renommierten Entwicklern der TU Graz auch ein finnisches Staatsunternehmen sowie zwei Ableger der Universität von Thessaloniki an. Da fragt man sich schon, warum sind von der EU Experten aus dem Autoland Griechenland berufen worden, aber anscheinend kein namhafter Experte aus Deutschland. So wird die Phalanx deutscher Wissenschaftler und Autoexperten immer länger, die vor den wirtschaftlichen und sozialen Folgen einer vollkommen überzogenen Euro-7-Norm waren. Liebe Kollegen der CDU, jetzt ist ja fast gar keiner mehr da, den ich ansprechen kann. Ich zitiere gerne den Generalsekretär Ihres Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, in Hessen ja nicht ganz unbekannt. Er sagt, völlig weltfremd will die EU-Kommission ihren Green Deal durchsetzen und leistet damit aktiv Beihilfe zur Zerstörung der deutschen Automobilhersteller und ihrer vielen mittelständischen Zulieferer. Beihilfe zur Zerstörung, sagt der CDU-Mann. Die Zerstörung der deutschen Automobilindustrie, meine Damen und Herren, hat leider schon begonnen. Und es ist die Konsequenz jahrelanger Politik gegen das Auto und gegen den Verbrennungsmotor. BMW wird die Motorenfertigung im Stammwerk München schließen und nach England und Österreich verlagern. Daimler schließt die Motorenfertigung im Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim und verlagert diese zum chinesischen Autobauer Geely nach China, dem größten Automobilmarkt der Welt. Alle deutschen Autohersteller und Zulieferer kämpfen mit einer Absatzflaute nicht nur aufgrund von Corona, sondern auch wegen der jahrelang politisch-medialen Hetze gegen das Auto und gegen den Verbrennungsmotor. Wer aber politisch den Kreuzzug gegen das Automobil und den Verbrennungsmotor tätigt und mitträgt und keine Gelegenheit auslässt, beim Klimaschutz zu rufen, wer bietet mehr, der darf sich dann auch nicht als Folge davon über den massiven Verlust von Arbeitsplätzen in Deutschland wundern. China wird nach eigenem Bekunden erst 2060 aus der Verbrennertechnologie aussteigen, also in 40 Jahren, wenn die EU so weitermacht, keine deutsche Automobilindustrie, so wie wir sie kennen, mehr geben dürfte. In den USA gibt es, außer in Kalifornien, auch keinen Zeitplan für den Ausstieg aus der Verbrennertechnologie. In Japan will man in 10 bis 15 Jahren keine neuen Verbrenner mehr zulassen. Aber die EU will den Verbrenner schon in 5 Jahren durch technische Tricks verbieten.
Warum werden bei uns ständig neue Regularien und Verbote erlassen, die sich als extrem schädlich für die deutsche Wirtschaft und für uns Bürger erweisen? Jeder Politiker und jede Regierung, die ihren Eid ernst nehmen würde und sich dem Wohle des deutschen Volkes verpflichtet fühlte, würde das eigene Handeln korrigieren und die Überkompensation beim sogenannten Klimaschutz und der im folgenden Maßnahmen wie Euro 7 sofort beenden. Denn in seiner weitergedachten Form, dem sogenannten Green Deal der EU, wird die deutsche Wirtschaft nicht wachsen, sondern schrumpfen. Arbeitsplätze werden im Verhältnis nicht neu geschaffen, sondern verschwinden. Der Wohlstand der Gesellschaft wird nicht gesichert, sondern zerstört und der soziale Frieden beendet, meine Damen und Herren. Deshalb frage ich Sie heute, wollen Sie das wirklich? Schade, dass die CDU nicht zuhört. Falls nicht, dann ergreifen Sie bitte die Initiative im Bundesrat, für Arbeitsplätze in Hessen zu kämpfen und diese nicht auf dem Altar fragwürdigen Klimaschutzes zu opfern, die ihre Rechnung seltsamerweise ohne die größten Verursacher von Treibhausgasen, also China, USA und Indien, machen. Die AfD tritt seit ihrem Bestehen für die Belange der Autofahrer ein. Wir haben uns konsequent gegen Dieselfahrverbote ausgesprochen, und wir fordern Umweltschutz mit Augenmaß. Worauf wir uns aber ganz sicherlich nicht einlassen werden, ist die Politisierung der Klimawissenschaft für das Eintreten eines nicht erreichbaren Ziels, nämlich den sogenannten Klimaschutz. Und wie ernst die Grüne Partei den Klimaschutz nimmt, haben wir ja kürzlich beim baden-württembergischen Umweltminister gesehen, der mit 177 in einer 120er-Zone geblitzt wurde und sagte, ich hatte es eilig und die Straße war frei. Das, meine Damen und Herren, ist Doppelmoral im besten grünen Sinne. Besser geht es schon gar nicht mehr. Aus Sicht der AfD geht es an erster Stelle um unsere Arbeitsplätze in Hessen, meine Damen und Herren, um die Zukunft unserer hessischen Autobauer und Zulieferern wie Opel und Conti. Es geht um 46.000 Beschäftigte in Hessen und 14 Milliarden Jahresumsatz, und das gilt es zu erhalten. Es geht um die führende Rolle deutscher Automobilhersteller weltweit, die im Premiumsegment nach wie vor die technische Messlatte vorgeben. Denn Audi, BMW, Daimler, Opel, Porsche und VW sind weltweit renommierte Marken, die in den größten Automärkten der Welt, also in China und den USA, einen hervorragenden Ruf haben. Deshalb geht es auch um die Frage, ob Deutschland in der Zukunft noch eine nennenswerte Bedeutung als Exportnation haben wird. Denn ob Chemie oder Maschinenbau, meine Damen und Herren, wenn die Autoindustrie in Deutschland einbricht, brechen andere Branchen mit weg. Und es wird eine negative Sogwirkung entstehen, die die gesamte Wirtschaft und unsere Gesellschaft in den Abgrund ziehen wird. Das kann kein verantwortungsvoller Politiker ernsthaft wollen. Die AfD tritt entschieden für die Zukunft und Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors in den nächsten Jahrzehnten ein, bei gleichzeitig technologieoffener Investition auch in alternative Antriebskonzepte. Euro 7 allerdings, meine Damen und Herren, schüttet das Kind mit dem Bade aus und wird die deutsche Führungsrolle im Automobilbau beenden und uns in eine Bananenrepublik zurückbefördern. Deshalb appellieren wir eindringlich an die hessische Landesregierung, das Thema im Bundesrat zu platzieren und auf die Bundesregierung einzuwirken, die Maßnahmen der jetzt geplanten Euro 7-Norm den technischen Realitäten anzupassen. Wir appellieren an Sie, Herr Ministerpräsident Bouffier und Herr Staatsminister Al-Wazir, sich entschieden für den Erhalt hessischer Arbeitsplätze einzusetzen und auf die Bundesregierung, ich habe es gerade schon gesagt, einzuwirken, die Einführung dieser europäischen Norm bis mindestens auf das Jahr 2035 zu verschieben, wenn nicht ganz fallen zu lassen. Meine Damen und Herren, wir appellieren insgesamt an die politische Vernunft, den Realitätssinn und die wirtschaftlich-soziale Verantwortung aller hier anwesenden Parteien, Euro 7
in seiner jetzigen Form abzulehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Grüger zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir mal zur Sachlichkeit zurück. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass die Abgasnormen der Europäischen Union weiterentwickelt werden sollen. Ziel ist, Ende nächsten Jahres eine neue Norm Euro 7 vorzustellen. Im Wesentlichen sind die Stichpunkte dabei 30 Milligramm Stickoxide statt bisher 80 pro Kilometer, also 80 Euro 6 ist bei Diesel, 60 Milligramm pro Kilometer ist für Benziner. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, weil ja gerade immer auf China verwiesen wird, in China gelten schon 35 Milligramm pro Kilometer. Und der Witz ist der, Deutschland droht in der Tat, oder sagen wir mal, die deutsche Automobilindustrie droht in der Tat, eine Bananenautomobilindustrie zu werden, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, Autos in China zu verkaufen. Oder, was eine andere Sache ist, in Amerika, in den USA, wo die Grenzwerte über 15 Jahre bzw. 240.000 Kilometer Laufleistung eingehalten werden müssen. Das ist bereits schon Standard in den USA. Bisher noch nicht Standard bei uns, aber es soll durch Euro 7 Standard hier werden. Das sichert den Absatz von deutschen Verbrennungsmotoren in den USA. Und wenn wir weiter Exportnation sein wollen, dann müssen wir diese Standards einhalten können. Wer jetzt gegen Euro 7 hetzt, der will keine starke deutsche Exportindustrie haben. Das zeigt halt, dass es Sinn macht, sich mal genauer mit den Fragen zu befassen und nicht nur Bild-Zeitung zu lesen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Weil da kommt das ja her, die Springerpresse hat da gedacht, sie hätte da etwas ganz Tolles aufgegriffen und könnte da jetzt irgendwie Honig draus saugen. Und Honig draus saugen will offensichtlich auch die Fraktion der AfD hier. Also noch einmal, es geht darum, Normen weiterzuentwickeln, die auch woanders gelten und die wir einhalten müssen. Und das ist eigentlich bereits schon alles, was man zu der Frage Euro 7 sagen kann. Wir müssen jetzt abwarten, was genau die Anhörungen des Europäischen Parlaments und der Expertenkommission der Kommission ergeben. Und dann können wir uns gerne Ende nächstes Jahr noch einmal zusammensetzen und das noch einmal uns anschauen. Aber wie gesagt, es zeigt eigentlich in die richtige Richtung. Und es ist eigentlich eine Garantie für den Erhalt des Verbrennungsmotors. Da könnte man jetzt als Elektroauto-Begeisterter traurig drüber sein. Aber wie gesagt, es ist ein Erhalt des Verbrennungsmotors und wird eine Garantie sein für das Fortbestehen der deutschen Automobilindustrie. Und das kann man sich, die wandern aus ganz anderen Gründen aus, aber da müssen Sie sich mal mit Industriepolitik befassen und auch mit Subventionen, die Unternehmen woanders bekommen. Das ist aber sehr kompliziert und das kann man halt nicht mit Bild-Zeitungswissen in den Griff bekommen. Der ADAC, wenn ich, Präsident, hier so eine Grafik, der ADAC hat eine interessante Grafik veröffentlicht letztes Jahr. Da haben Sie mal aufgetragen, wie eigentlich die aktuellen Situationen bei den NOx-Emissionen sind. Und da kommen ganz interessante Ergebnisse raus. Zum Beispiel sowohl ein Audi A8 TDI als auch der BMW 520D Touring. Die kommen auf Werte weit unter diesen 30 Milligramm pro Kilometer. Und also das ist eine sehr Opel auch, also ein BMW und ein Opel mit nur 1 Milligramm pro Kilometer, NOx, 1 Milligramm NOx pro Kilometer. Das ist also offensichtlich sind das schon jetzt erreichbare Werte, die da bei der Euro 7 vorgegeben werden. Es gibt einen
deutsche Automobilmarke, die hat mal Werbung gemacht mit Fortschritt durch Technik. Ich hoffe, Sie haben damit nicht gemeint, Fortschritt durch Technik zur Fortschritt durch Technik durch Abgasanlagenbetrug, sondern Sie haben damit gemeint, dass deutsche Ingenieure in der Lage sind, technisch auf höchstem Niveau zu arbeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die das auch ganz ordentlich machen werden, auch bei dem Thema Euro 7. Und, wie gesagt, wir werden das uns Ende nächsten Jahres mal genauer angucken. Und jetzt möchte ich aber noch mit einigen Mythen aufräumen, die hier in den Anträgen sonst noch so zu finden sind. Insbesondere ist mir da aufgefallen, da wird von der Elektromobilität als nur im urbanen Bereich gebrauchbar gesprochen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, vielleicht gibt es bei Ihnen nicht so viele, die im ländlichen Raum wohnen. Aber ich kann Ihnen sagen, ja, genau, dann hören Sie mir gut zu. Die Elektromobilität wird im ländlichen Raum boomen. Aus einem ganz simplen Grund. Dort haben wir nämlich fast alle eine Ladesäule bereits schon im Carport und vor der Haustür stehen. Es ist wesentlich einfacher, das Auto natürlich bei sich zu Hause vor der Haustür bei uns zu Hause vor der Haustür aufzuladen, als irgendwo eine Ladesäule zu suchen. Das wird in der Stadt nämlich der limitierende Faktor sein, zumal in den Städten natürlich nicht wünschenswert ist, dass da immer mehr Autos rumstehen. Also das heißt, wir sind ja gerade dabei, eine Verkehrswende zu organisieren, die den ÖPNV in den Städten wesentlich attraktiver macht. Also boomen wird die Elektromobilität im ländlichen Raum, und übrigens auch im ländlichen Raum werden Autos nicht mehr als 60 km am Tag gefahren. Also das heißt, das kann auch mit heutigen Elektroautos schon wunderbar hinbekommen. Und noch einen Hinweis. Ich kann der FDP nur dringend raten, sich endlich einmal mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auseinanderzusetzen. Synthetische Kraftstoffe, das ist beim Flugbenzin als Ersatz für Flugbenzin durchaus eine sinnvolle Alternative, weil man da nicht so viele andere Alternativen hat. Es ist keine Alternative für Kraftstoffe für den Betrieb von Autos, wo wir doch schon sehr effiziente Elektroautos haben. Wie gesagt, befassen Sie sich endlich einmal mit der Thermodynamik. Ich gebe Ihnen da auch gerne Nachhilfe. Und ansonsten, ja, ich bin Naturwissenschaftler. Ich bin Naturwissenschaftler, ich habe das gelernt. Also insofern Service-Opposition gilt auch für andere Oppositionsfraktionen. So, insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind die sachlichen Zusammenhänge. Und ich bitte, das dann in Zukunft auch entsprechend zu berücksichtigen. Ich freue mich auf die Diskussion dann Ende nächsten Jahres. Vielen Dank. Danke, Herr Grüger. Für Bündnis 90 die Grünen. Für Bündnis 90 die Grünen hat sich Herr Hofmann gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Hintergrund dieser beiden Anträge von der AfD und den Freien Demokraten ist ja die neue geplante Abgasnorm Euro 7. Diese neue Euro-Norm soll ab 2025 gelten und die Verbrennermotoren in ihrem Schadstoffausstoß deutlich verringern. Neuwagen, das kam ja eben schon zum Tragen, ich sage es trotzdem, sollen künftig nur noch 30 Milligramm NOx ausstoßen dürfen. Derzeit sind es 60, bei Diesel sind es 80. Kohlenmonoxid sollen von 1000 bzw. 500 auf 300 bzw. 100 reduziert werden. Das heißt, die neuen Autos mit Verbrennermotoren sollen also deutlich sauberer werden. Dieses Ziel muss uns allen eigen sein. Und nur mal kurz zur Erinnerung, die toxischen Eigenschaften von Stickoxiden, also NOx und Kohlenstoffe, sind hinreichend bekannt. Sie schädigen die Gesundheit von Mensch, Tier, Vegetation in vielfacher Weise. Und der Autoverkehr verursacht durch den CO2-Ausstoß eben auch große Klimaschäden. Dies gilt es zu verhindern, wenn man es mit dem Klimaschutz nur ein bisschen ernst meint. Und das
bringt uns alle in die Verantwortung, etwas zu tun. Und deshalb will die EU bis 2025 neue Abgasnormen einführen. Die aktuellen Emissionsregelungen sind aus dem Jahr 2014. Also wenn man nach gut 10 Jahren neue Werte, deutlich niedriger Werte einführt, ist das absolut in Ordnung. Zum gesundheitlichen Schutz der Menschen, aber eben auch zum Klimaschutz. Es gibt Stimmen, die sagen, diese neuen Normen wären nicht erfüllbar und würden zum faktischen Verbot von Verbrennerfahrzeugen führen. Das, meine Damen und Herren, glaube ich nicht. Zum einen ist die AdBlue-Technologie noch längst nicht ausgereizt. Zum anderen schaffen schon heute Verbrennungsmotoren die neue Euro-7-Norm. Das sagt übrigens auch Professor Ferdinand Dudenhöfer, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft. Ich zitiere, beim wichtigen Stickoxidausstoß erreichen schon viele Dieselfahrzeugmodelle schon heute die für 2025 angedachten Werte. Und in China gelten schon 2021 Grenzwerte für Benziner, die halb so hoch sind wie heute in der EU. Also, warum sollen deutsche Ingenieurinnen diese Werte nicht auch erreichen können? Der Wille der Industrie muss aber eben auch da sein. Der VDA äußert sich noch aktuell sehr distanziert zur neuen geplanten Norm und will sie auch verhindern und hätte sie ganz gerne deutlich höher angesiedelt. Aber das ist ein Verband. Natürlich muss er die Interessen seiner Verbände unterstützen. Aber kommen wir mal zu den E-Fahrzeugen. Die Freien Demokraten sind der Ansicht, batteriebetriebene Fahrzeuge hätten ihren Anwendungsbereich nur im urbanen Raum. Schauen Sie sich mal um, liebe Kollegen. Gehen Sie mal ins Internet, blättern Sie Prospekte, wie sich die Akkuleistung, die Ladezyklen, die Ladedauer, die Ladeinfrastruktur der E-Fahrzeuge verbessert hat, und das stetig. Seit November gibt es die Möglichkeit für Hausbesitzer und Mieter, sich bei Anschaffung einer eigenen Ladestation bis zu 900 € durch die KfW fördern zu lassen. 85% aller Ladevorgänge finden aktuell zu Hause statt. Beim Ausbau der E-Mobilität sind deshalb die Ausbauförderungen der heimischen Ladestationen, sei es für Besitzer von Wohneigentum oder eben auch Mieter, absolut wichtig und richtig. E-Fahrzeuge haben sich in den letzten Jahren zu einer Wachstumsbranche innerhalb der Automobilindustrie herauskristallisiert. Hierzu ein paar Zahlen vom Oktober. 61,1% waren bei den Neuwagen Verbrennermotoren, davon 42,1% Benziner, 26% Dieselfahrzeuge. 22,9% waren Hybridfahrzeuge, darunter Plug-in-Hybriden mit 9,1%. Mit 23.158 Elektrofahrzeugen erreichte das reine Elektroauto einen Anteil von 8,4%. Mit weniger als 0,5% gingen Flüssiggas- und erdgasbetriebene Neuwagen in die Statistik ein. Also man kann mit Fug und Recht behaupten, mit dem durchweg dreistelligen Zuwachsraten der Elektrofahrzeuge können Wasserstoff- und Erdgasantriebe eben nicht mithalten. Der Trend geht eindeutig in die Elektrorichtung. Und das hat gute Gründe. Die Energiebilanz von E-Fahrzeugen ist nämlich deutlich besser als die von Wasserstofffahrzeugen. Die Kosten eines Elektrofahrzeuges sinken außerdem, und zwar in allen Fahrzeugsegmenten. Und das hat natürlich mit Förderprämien zu tun. Das kann man kritisieren, ja, dann muss man eben aber auch feststellen, dass Wasserstoffproduktion durch fossile Brennstoffe auch massiv subventioniert werden. Erst wenn Wasserstoff gänzlich grün werden sollte, das heißt, wir brauchen einen massiven Ausbau der Windenergie, kann man sich vielleicht im Schwerlastverkehr oder auch im Flugverkehr mit Wasserstofftechnologie oder synthetischen Kraftstoffen sinnvoll und effizient fortbewegen. Und selbst die Bundesregierung rechnet damit, dass über 80% des Wasserstoffs in 2030 eben nicht aus erneuerbaren Energien stammen werden. Wasserstoff ist derzeit zu teuer und definitiv zu wertvoll, um es massenhaft im Individualverkehr zu verfeuern. Die Automobilindustrie selbst erkennt die Zeichen der Zeit und rüstet massiv in Richtung E-Mobilität um. Wenn Sie, Kolleginnen und Kollegen der Freien Demokraten und auch der AfD, diese Technologie, die sich erkennbar weltweit durchsetzen wird, weiter behindern und nicht fördern, wird die deutsche Automobilindustrie schweren Schaden erleiden.
Und das kann sicherlich nicht Ihr Ziel sein, meine Damen und Herren. Natürlich wird sich der Verbrennermotor auch noch einige Jahre im Portfolio der Automobilindustrie befinden. Die jetzigen Entwicklungspotenziale weisen aber eindeutig in die Elektrorichtung. Und wer sich dieser Marktentwicklung verschließt, der wird verlieren wie einst, ich vergleiche das immer mit der Fotoindustrie, beim Übersehen der Digitalfotografie. Aqua, Polaroid, Fuji, vielleicht kennen Sie noch die Älteren von uns, und weitere prominenteste Opfer der Ignoranz der technischen Entwicklung, die gibt es heute so gut wie nicht mehr oder sind bedeutungslos, einfach weil sie die technische Entwicklung ignoriert haben. Und das darf in der Automobilindustrie nicht passieren. Und haben Sie überhaupt mal bei den Herstellern nachgefragt? Also ich meine jetzt nicht beim VDA, sondern direkt bei den Herstellern, also zum Beispiel VW. Ich habe es getan. Ganz aktuell von heute, ich zitiere aus dem Schreiben von VW in Wolfsburg, noch sind die genauen Grenzwerte und Messmethoden der geplanten EU7-Abgasnorm nicht festgelegt. Doch eines vorneweg, wie auch immer diese Norm ausfallen wird, selbstverständlich müssen und werden unsere Neuwagen, die zum Zeitpunkt der Zulassung gültigen Normen erfüllen. Und weiter, ein großes Problem, ich zitiere mal weiter. Ein großes Problem der Luftqualität in den Städten aber sind aus unserer Sicht die vielen alten Verbrenner. Und weiter, neben den wohl teuren Neufahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, Hybriden, bieten wir auch eine stetig wachsende Zahl von reinen Elektrofahrzeugen an, inklusive Naturstromtarif. Soweit der deutsche Autobauer. Ja, da kennen Sie die Verkaufszahlen leider nicht. Ich habe es aber eben gerade notiert, aber Sie ignorieren ja wieder alles. Es geht bei der Umsetzung der Euro-7-Norm um gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung und dem Klimaschutz. Die Einführung der Euro-7-Norm, wie sie auch immer ausfällt, ist nicht kontraproduktiv im ökologischen Sinne. Wenn Sie das weiterhin behaupten, dann reihen Sie sich ein in die kleine Ecke der Klimakrisenleugner dieser Welt. Den Ausstoß von klimaschädlichen und gesundheitsschädlichen Emissionen zu minimieren, bedeutet, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Klimaschutzziele ernst zu nehmen. Die Kosten der Klimakrise werden gigantisch sein. Dagegen sind etwaige geringe, höhere Kosten, die durch die neue EU-Norm entstehen könnten, minimal. Das zum Thema Ökonomie. Wenn Sie den Klimaschutz und den Menschenschutz nicht verweigern wollen, wenn Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht schaden wollen, dann unterstützen Sie die EU bei der neuen Euronorm 7. Vielen Dank. Danke, Herr Hofmann. Für die Fraktion Die Linke hat sich ihre Vorsitzende Frau Wissler zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die AfD hat einen Antrag eingebracht für Arbeitsplätze in der hessischen Automobilindustrie, Euro 7 verhindern. Um was geht es? Eine Expertengruppe hat eine Studie zur Gestaltung der nächsten EU-Abgasnorm vorgelegt, um Stickoxide und andere Schadstoffe zu reduzieren, Euro 7. Und dabei geht es auch darum, die Regeln zur Überprüfung, dass sie deutlich strenger werden sollen, weil wir gesehen haben, wie die Automobilindustrie betrogen hat. Das war kriminell, meine Damen und Herren, und das muss auch Konsequenzen haben. Aber bei dieser Form der Kriminalität drückt die AfD ja gerne ein Auge zu. Das Klima vergiften tun sie ja auch gerne. Das haben wir den ganzen Morgen heute gehört. Und man kann ja schon sagen, sie sind ein bisschen so etwas wie der Auspuff der Politik. Von daher, Klima vergiften ist ja ihr Metier. Wo
wusste nicht, dass Sie das als Beleidigung verstehen. Ich dachte, wenn man Verbrenner liebt, dann liebt man auch Auspuffe. Also von daher es wäre es irgendwie folgerichtig. Dieses Papier ist auf jeden Fall ein vorläufiger Vorschlag. Es gibt noch gar keine Beschlusslage der EU-Kommission, aber schon beschwören die Lobbyisten die nahende Autokalypse. Und die FDP hat ja jetzt auch noch einen Antrag eingebracht, in dem dann beschworen wird, was alles Dramatisches passiert. Und man liest es in den Medien aus für den Verbrennungsmotor, wenn nicht gar für die gesamte deutsche Automobilindustrie, was da droht, weil das ja technisch alles überhaupt nicht zu schaffen sei, was in diesem Papier steht. Wenn also der Abgasstandard von 80 bzw. 60 Milligramm Stickoxide pro Kilometer auf 30 gesenkt würde. Und das stimmt einfach nicht. Experten halten diesen Grenzwert für technisch machbar. Und es gibt auch heute schon Fahrzeuge, die diese Werte erreichen. Und es ist darauf hingewiesen worden, dass in China heute schon ein Wert von 35 Milligramm pro Kilometer gilt. Das heißt also halb so hoch wie in der Europäischen Union. Und deshalb ist diese Argumentation einfach nicht stichhaltig. Die Grenzwerte sind machbar, aber sie werden zu weniger Leistung führen. Das ist ja auch der Grund, warum die Hersteller betrogen haben. Man hätte die Werte schon einhalten können, aber dann hätte man die Leistungsgarantien, die versprochen waren, den Kundinnen und Kunden nicht mehr so garantieren können. Und das wird bedeuten, dass zum Beispiel Geschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometer nicht mehr möglich wären. Und da würde ich sagen, das ist ein schöner Nebeneffekt. Das wäre ein schöner Nebeneffekt gegen die Raserei auf Deutschlands Straßen. Deutschland ist das einzige Land in Europa, in der Europäischen Union, ohne Tempolimit. Da ist Deutschland wirklich ein Geisterfahrer. Und deswegen wäre es durchaus sinnvoll, wenn man die Raserei auch dadurch bekämpfen würde, dass, wenn man die Grenzwerte verschärft und die dann auch eingehalten werden, eben man nicht mehr rasen kann. Wer sich um die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie sorgt, der muss sich dafür einsetzen, dass sie zukunftssicher sind. Der darf nicht festhalten und Subventionen fordern für veraltete und umweltschädliche Technologien. Der muss auch etwas dazu sagen, wenn die Autos, die die Automobilindustrie herstellt, immer stärker motorisiert und immer schwerer werden. Und das erleben wir ja gerade, dass jede fünfte Neuzulassung ist mittlerweile ein SUV. Und jetzt könnte ich viel über diese Stadtpanzer sagen, ja, dass sie nicht nur in Zeiten der Klimakrise vollkommen kontraproduktiv sind, dass sie über jeden Radweg reinragen, dass sie in jedem Parkhaus anderthalb Plätze verbrauchen und dass auch das Unfallrisiko durch das Gewicht dieser Autos natürlich oft auch sehr viel höher ist, dass, wenn es zu einem Unfall kommt, dann eben auch mehr passiert. Da könnte ich jetzt sehr viel drüber reden. Fakt ist, es ist vollkommen fatal, in einer Situation, in der wir über Klimaschutz sprechen, dass Autos immer größer sind und 2 Tonnen Auto 70 Kilogramm Mensch transportieren. Das ist vollkommen unverhältnismäßig oder eine Verschwendung von Ressourcen. Und ja, die Automobilindustrie hat jahrelang betrogen. Und sie muss jetzt in die Pflicht genommen werden. Also, es muss doch deutlich gemacht werden, dass Grenzwerte keine unverbindlichen Empfehlungen sind, sondern dass man sich daran auch halten muss. Und um was geht es? Es geht um Luftreinheit in den Städten. Es geht um die Gesundheit von Menschen, gerade an den stark befahrenen Straßen. Das gefährdet und verkürzt das Leben von Menschen, wenn wir es nicht schaffen, für mehr Luftreinheit zu sorgen. Und deswegen ist die Verschärfung der Grenzwerte richtig. Es ist auch richtig, dass es mehr Elektroautos gibt. Aber letztlich, was wir brauchen, ist eine vollständige Verkehrswende. Wir brauchen einen Ausbau des ÖPNV. Wir brauchen eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs. Wir brauchen weniger Autos und wir brauchen sauberere Autos. Und das Entscheidende ist, dass eine Verkehrswende sozial und ökologisch gestaltet werden muss. Natürlich müssen wir immer einen Blick haben für die vielen 10.000 Arbeitsplätze, die an dieser Industrie hängen. Und für diese Menschen muss man die Arbeitsplätze und die Industrie zukunftssicher gestalten und verändern. Aber die Arbeitsplätze wird es nicht sichern, wenn man einfach an einer veralteten Technologie festhält, sondern man muss den Übergang organisieren. Und da sind viele Ingenieure viel, viel weiter als die auf der rechten Seite dieses Hauses, meine Damen und Herren. Aber ich befürchte, dass sich die Autolobby auch diesmal keine
allzu großen Sorgen machen muss. Bisher wurde ja noch jeder ambitionierte Abgasstandard, den irgendjemand in der Europäischen Union mal durchsetzen wollte, von der Bundesregierung aufgeweicht. Das befürchte ich auch für diesmal, zumal die Lobbyisten sich ja schon mal warmlaufen. Und wenn es höhere Standards gibt, dann haben wir ja gesehen, wie die Automobilindustrie sie umgeht, mit freundlichem Wegschauen des Bundesverkehrsministeriums und des Kraftfahrtbundesamtes. Man könnte es auch Kumpanei nennen, meine Damen und Herren. Und auf die Aussagen von VW würde ich mich in dem Zusammenhang nicht verlassen. Ich weiß nicht, ob die etwas gelernt haben. Ja, vielleicht haben sie die PR-Abteilung verbessert, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass da Konsequenzen gezogen wurden aus diesem Skandal. Die AfD hat diesen Antrag gestellt. So ähnlich haben sie ihn ja auch im Bundestag gestellt vor kurzem. Und die AfD will sie offensichtlich mit diesem Antrag jetzt an die Beschäftigten in der Automobilindustrie ranwanzen und den Eindruck erwecken, sie vertrete deren Interessen. Was die Beschäftigten davon halten, das haben die sehr eindrucksvoll bewiesen, als der Thüringer AfD-Vorsitzende Höcke an einer Protestkundgebung bei Opel in Eisenach teilnehmen wollte. Ich darf das zitieren, das war im Spiegel ein schöner Artikel. Opel-Mitarbeiter drängen Höcke ab. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke ist sichtlich konsterniert, als die Opel-Beschäftigten ihm diese Worte immer wieder entgegenrufen. Eigentlich wollte er am Opelwerk in Eisenach am Dienstag die Belegschaft bei einer Demonstration unterstützen, doch auf die Hilfe des AfD-Mannes verzichten Mitarbeiter und Gewerkschaftsmitglieder lieber. Und ich zitiere, wir haben keinerlei inhaltliche Schnittmenge mit der rassistischen Politik der AfD. Das haben die Kolleginnen und Kollegen gestern eindrucksvoll gezeigt. Darauf sind wir sehr stolz, sagt Michael Ebenau von der Bezirksleitung der IG Metall. Die Solidarität. Frau Wissler, lassen Sie eine Zwischenfrage vom Herrn Lambrou zu. Nein. Nein. Die Solidarität der AfD werde nicht gebraucht, erklärte auch der Betriebsrat. Und dem, meine Damen und Herren, ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Wissler.